Okay, Herr Kolle, Sie haben viel argumentiert in Ihrem Vortrag, dass es darum geht, was der Kunde will, sowohl für Produkte und Dienstleistungen selbst als auch für Kunden-Windows-Programme. Was mich interessieren würde, wie findet man das am besten heraus und ist das nicht gerade bei emotionalen Produkten besonders schwierig, das herauszufinden? Es kann recht schwierig sein, herauszufinden, was der Kunde will. Und es geht natürlich auch ganz gewiss nicht darum, einfach nur zu fragen, was willst du? Da gibt es die berühmte Aussage von Henry Ford, wenn ich den Kunden gefragt hätte, was er will, dann hätten wir jetzt einen schnelleren Pferd. Also es geht darum, moderne Marktforschungsmethodiken zusammenzuführen, Insights, Research. Es gibt eine ganze Menge Art und Weise, wie man das machen kann. Und eine ganz einfache Methodik, die ganz schnell benutzbar ist, die wir sehr lieben, ist eben Net Promoter Score, weil wir da Leute fragen, würdet ihr die Firma empfehlen? Und wenn ja, warum? Bei Nein, warum nicht? Das ist, da das eine sehr emotionale Frage ist, ob man empfehlen würde, ist dann auch das Werbeteam, die Aussage des Kunden, die hinterherkommt, schon sehr emotional geladen. Es hat nicht den gleichen tiefen Wert wie eine große Marktforschung, gibt einem aber sofort ganz konkrete praktische Sachen, bezogen auf die Emotionalität. Vielen Dank.